Danke, Ati. Oh my days. Mauki, hau mal ab jetzt. So. Okay. Wir kriegen das hier noch hin. Schau auf die Karte, okay. Okay. Ich mag diesen Fall. Ich will einfach nur mit diesem Fall gehen. Mauki ist gechillt, alles cool. Das ist immer gut. Wenn Mauki gechillt ist, ist alles gut. Burrito ist auch am Start. Da unten ist noch mehr Wasser. Schon wieder? Guck auf die Map, okay. Oh, ich bin euch so dankbar. Shit. Oh Mann, das ist Licht schon wieder aus. Was soll denn das immer? Ah, oh, Fadini. Nani? Holy shit! Hello. Nani? Ich habe Vlesk gefunden. Nani? Wo? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er liegt. Ich habe nur den Report-Button gesmashed. Aber wo warst du denn? Ich war bei O2, also müsste er entweder bei O2 liegen oder auf dem... Aber das Ding ist, der ist auch schon ein bisschen länger tot. Ich war gerade bei Vitals. Ja, kann ich bestätigen. Burrito war da, dann bin ich zu Electric, weil das Licht aus war. Wollte halt auf Leichensuche gehen. Ja, für mich ist Marcel aktuell mir, safe. Anni kam mir, glaube ich, von Kameras dagegen, richtig? Ja, ich war die ganze Zeit eigentlich nur in Kameras, noch ein bisschen geguckt, wer was wo macht. Mauki, ich habe dich vor relativ langer Zeit gesehen, wie du ganz unten unter Southwest in dem Ding warst. Hast da irgendwas in der Quest gemacht, bist rausgekommen auch wieder. Dann habe ich dich nicht mehr gesehen, aber dann bist du in O2 gewesen, hast jemanden gefunden. Also ich habe Mauki verstanden, ich weiß nicht, wer noch da war. Ich bin zu schlecht im Kampf. Ah, Hahn war noch da einmal kurz mit Mauki. Ja, habe ich auch gesehen. Also ich bin vor Hahn weggelaufen. Ich bin um ihn herum, also nicht um ihn herum, sondern um dieses Mittelding rumgelaufen, weil er mir die ganze Zeit hinterhergelaufen ist. Und dann ist er aber nach, nach Norden weggelaufen, zu Electrical, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht, ob er vielleicht Vlesk auf dem Gewissen hat, weil Lichter waren weg. Chantau, dich habe ich die ganze Zeit nicht einmal gesehen. Du warst in O2, Mauki, ne? Ich bin von Weapons, da musste man diese Pew-Pew-Dinger machen, bin ich hochgelaufen, hab die Wasserflasche geholt, dann bin ich in das linke Ding und hab diese, wo man die Flaschen reinstecken muss. Und da warst du dann plötzlich da und dann warst du weg. Ich? Oder Hahn? Ja, Hahn. Ich bin nicht Hahn. aber in O2 gibt es halt auch einen Vent, der nach Security führt. Das ist aber das hätte Ani sehen. Nein. Er ist nicht durch den Vent gegangen. Nein, ich meine nur, ob vielleicht, wenn es ein anderer Killer war, dass der vielleicht vorher nach oben gewendet ist. Ich habe die Tür aufgehen sehen. Das heißt, einer muss rausgegangen sein. Ja, aber wie gesagt, die Leiche ist schon relativ lange tot. Ach so, also ich habe das von Vitals gesehen. Mauki, du warst auf jeden Fall extrem gechillt, daher entspann dich. Du redest hier über Kopf und Kragen, Bro. Ich glaube nicht, dass Maukis ist. Sonst ist sie immer gerade der Mörder. Die Mauki ist immer der Mörder. Und der Mörder ist immer die Mauk. Wo sind die alle hin? Das verunsichert mich übelst. Wisst ihr, was mich richtig nervt? Warum kriege ich hier kein Electrical? Warum kriege ich hier nichts? What the fuck? Was ist hier los? Mach auf, Aua. Ach, jetzt ist er wieder. Aua, was ist das Problem? Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Hallo. Hat jemand gesehen, war jemand in Laboratory? Nope. Ich habe nur gesehen, dass du in Laboratory reingelaufen bist. Ja, niemanden da reinlaufen. Ich habe mich gerade umgeschaut, ob ich jemanden finde, aber ich habe keinen gefunden und dann ist das Licht. Ich bin relativ lange durchgelaufen. Genau. Also ich bin anfangs der Runde nach dem Light einmal kurz drin gewesen. Nur aber wo ist denn die Leiche? Anscheinend im Lab, ne?
Ja. Hat Verhaaren kürzlich gesehen? Also wissen wir, ob die Leiche länger da liegt? Ich habe ihn gar nicht. Die liegt noch nicht lange da, weil ich war noch mit Hahn unterwegs, da haben wir uns gesplittet. Und okay, weil bei Electrical waren gerade eine Menge Leute. Da waren ich war Annie war da, glaube ich, Moki war da, Tamina, Chantau und Eva, glaube ich. Ich also bleiben Dingens. Theoretisch, wenn die Leiche nicht lange da liegt, nur Morito und Maluna über. Ja, kann ich ja, oder Maluna. Aber kann ich aussprechen kurz, weil ich bin durchs Bett nach dem ersten Licht bin ich nach Laboratory gelaufen anfangs der Runde, nach Specimen, dann in Admin rausgekommen und die Leiche ist nicht so frisch. Also als ich Specimen bzw. Admin war, war Hahn schon tot. Ja, weil du ihn vielleicht umgebracht hast. Also aber, warum sagst du, sie ist nicht so lange tot und Boruto sagt, sie ist ja, lange weil, tot? Weil das also ich weiß nicht, wie lange sie tot ist, aber sie war schon tot, als ich Lab geguckt habe. Und dann bin ich zurück und bin zum Laboratory und dann lag er da. Und dann habe ich mich umgeschaut, es war weit und breit keiner. Also ich bin ganz am Anfang gewendet, der Runde. Weil da ist, glaube ich, noch so ein Vent in der Ecke. Oder ja, ist in das der Toilette. Raus, weil mir ist keiner entgegengekommen, also bleiben ja nur die zwei Wege. Wohin führt der Vent in der Toilette alles? Der führt nach draußen, vor die Toilette und nach unten in Admin. Ja. Also mir kam weder im Specimen noch im Admin jemand entgegen. Es ist Burrito dann. Also dann habe ich keine andere Idee, wer es sein könnte. Aber warum sollte ich das denn ja sein? Ja, weil du der Einzige bist, der im Lab war anscheinend. Ja klar, war ich ja auch. Aber das war ganz am Anfang der Runde. Ich würde mich doch nicht verraten, hätte ich ihn da umgebracht. Das war ja unnormal dumm. Ja, aber dann habe ich ja keine Idee mehr. Ja, Maluna, du bist jetzt alleine rumgelaufen. Burrito, du bist auch alleine rumgelaufen. Ja, ich bin Specimen. Ja, waren die alle zusammen? Test. Ja, also ich wir anderen sechs waren die ganze Zeit quasi links eigentlich, glaube ich. Ja, dann... Ziemlich. Würde ich Burrito flippen, aber geskippt. Ich weiß es nicht. Ich skippe jetzt auch. Ja, flippen müssen wir nicht, wir sind acht Leute. Ja. Aber haben wir in meinen. Mauki hat's abgeholt. Oh mein Gott, tut mir leid. Oh mein Gott. Danke, Mauki, ich weiß Bescheid. Danke. Burrito. Okay, they skipped it. Ihr wollt, dass ich auf diese Karte gehe, aber was? Okay, dann quasi. Download. Warum darf ich der Mörder nicht sein? Ich müsste mal der Mörder sein. There you go. Nochmal die Karte öffnen. Und jetzt daneben ist noch was Hübsches. Okay. Hier, das ist noch hübsch. Geh davor. Manu. Ich oh mein Gott. Anista, wie willst du das denn gerade erklären? Hm? Ich hab Philipp gesehen. Philipp hat gewendet. Sorry. Ich lasse jetzt nichts zu. Wait. Das wo habt ihr ihn? Habt ihr ihn rechts im Vent gesehen? Oben bei den Seismic-Stabilizern? Komm raus und wendet die drei Leute. Komm raus oder rein? Wir brauchen gar nicht reden. Ich habe rechts, hab den Reaktor gefixt. Komm runter, sehe Maluna wenden. Und Mauki kommt mir entgegen. Nein. Warte. So, wer hat Philipp wenden sehen? Und wohin? Also, ich komme raus aus dem Laboratory und Philipp wendet nicht mal weg. Er geht einmal runter das, in die Erde. Nee, das ist absoluter Schwachsinn. Nein, das ist Schwachsinn. Ich habe gerade rechts den Reaktor gefixt. Ja, also Maruki und ich du haben hast nicht gesehen. Den Reaktor gefixt, denn natürlich es ist niemand gekommen. Maluna ist weggelaufen. Du warst nicht nein, da. Vielleicht können wir die Leiche reden, die ich gerade gefunden habe. Lass uns erstmal über die Situation reden, weil wenn zwei Leute mich verdächtig zu wenden, ist es für mich relativ obvious, wer Traitor ist. Okay, ich Moment. Reaktor, das kann halt auch sein. Komme runter. Erstmal wählt. Sie hat nämlich eine Leiche. Mazat wenden. Ich glaube, dass sie von links, wo Reaktor nach rechts gewendet ist, hat links irgendwer was gesehen. Schön, Philipp, können wir mal ganz kurz reden? Pass auf. Ja, okay. Tamina, ich weiß, das sah gerade echt blöd aus, aber ich war halt oben links bei dem Dings, habe meine Hand drauf gehalten, laufe runter und die Leiche lag da schon. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ich glaube, du warst es nicht, weil du bist von rechts gekommen. Lag links eine Leiche, Andi? Ja, links lag eine Leiche, gelb lag da. Okay, dann ist gelb für mich auch, was passiert ist. Ich habe rechts Reaktor gefixt. Mazat kommt aus dem Loch raus bei Reaktor und der ist connected mit dem linken Reaktor. Aber das heißt, ich muss sagen, Mazat ist für mich immer noch also suspicious, weil gerade eben sind super viele zur Cardswap-Ding so, gegangen. Und sie hat halt verkackt, sie musste da reinwenden, weil Annie vom Reaktor kam, sie hat Chantau weggemacht, ganz ist nach rechts gewendet, ich hab's gesehen, Mauki ist der Zweite, weil sie jetzt deckt. Ich lass mich jetzt nicht von dir runtermachen, Alter, ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen und Mauki auch. Hör mal, Maluna hat mich erst gehasst, weil sie vom Reaktor weggelaufen ist. Aber das kann ich noch verschmerzen. Was ich nicht verschmerzen kann, ist, dass du deinen Hintern in diesen Vent reinbewegt hast. Ja, natürlich musst du das jetzt sagen, weil du der zweite Imposter bist. Also es ist gerade 2-1. Also ich würde... Wenn das ist zwei gegen eins. Links eine Leiche liegt. Votet Philipp. Zebra und bei Pferden wollte ich immer noch nicht voten, aber... Das Ding ist, wenn links eine Leiche liegt, dann ist es einfach klar, was passiert ist. Was würde Blast tun? Oh, wie seid ihr so? Nein.
Die würde Jesus handeln. Mhm. Also. Ich verstehe schon wieder nur Bahnhof. Okay. Da hoch, da hoch. Okay. Ah, freaking. Ich glaube, wir waren hier noch nicht ganz fertig. Nee. Hat irgendwer. Hat irgendwer Philipp gesehen? Ja. Ja, nee. Anscheinend. Nein, passt auf. Also, ich außer Maluna und Mauki. Hat irgendwer Philipp gesehen? Nein. Also, ich kann deren Aussage auch nicht bestätigen. Ja, so. Weil du der Zweite bist. Du hast mich nämlich auch gemoutet und dein letztes Mal hast du. Nein, kann ich kurz meine Perspektive darlegen, Maluna? Bevor du mir hier ein Messer in den Rücken dampfst, metaphorisch? Ich bin sauer. Und auch wortwörtlich. Ja, und auch wortwörtlich, genau. Weil für mich war jetzt also die Geschichte von Philipp über Kutscher hat für mich Sinn ergeben, weil Maluna auch eben einfach angefangen hat, mich zu beschuldigen. Obwohl das auf 8 Leuten gar keinen Sinn gemacht hat an der Stelle. Und sie hat ja hart gerade ist es halt leider Maluna und Mauki versus Philipp und Burrito. Einer von euch. Das Ding ist. Ist das Impostor-Apo anscheinend? Tamina, hast du irgendwas gesehen? Du bist für mich die Einzige, die safe kein Imposter ist. Danke erstmal. Also wie bereits gesagt, ich habe Philipp nicht gesehen die ganze Zeit und das Einzige, was ich halt, wie bereits gesagt, letzte Runde gesehen habe, ist halt, dass Masat straight an der Card-Swipe-Task vorbeigelaufen ist. So, ja. Und nochmal, wenn links die Leiche lag beim Reaktor, ist meine Theorie, dass Masat da Chantaro weggemacht hat, schnell weg musste, weil Anni am Reaktor stand, in den Vent gesprungen ist, rechts rauskam. Ich das, als ja, ich vom oder Reaktor runterkam. Ja, oder du ersetzt den Namen Masat durch Philipp, also du kannst es halt sagen, wie du willst. Aber deswegen, ne? Mauki hat was gesehen, passiert ist, ist, jemand hat getötet, gewendet und hinten raus. Es ist mir total egal, ob es Maluna oder Philipp ist. Ich habe nur Philipp wenden sehen. Ja, aber das musst du natürlich jetzt sagen. Und Maluna kann ich danach immer noch umbringen. Ist. Nee, sie kann dich nicht umbringen, weil ihr beide Imposter seid. Ah, Philipp. Ich bin so verwirrt. Philipp, ich verstehe nicht, warum du da reinspringst. Es lief doch alles so gut. Es lief doch für dich alles so gut, aber du springst da rein. Das einzige Problem, was ich habe, ist, Philipp ist ein erfahrener Spieler. Ich glaube nicht, dass er aus dem Vent rausspringt, wenn da 2 Leute sind. Ja, das glaube ich halt. Nein, ey, nicht das mit dem Erfahren, ey. Nein, aber du springst nicht aus dem. Du kannst ja im Vent drin bleiben. Du kannst einfach drin bleiben und sagen, ich war woanders. Aber du weißt, dass erfahrene Leute auch Fehler machen können, ja? Wen votest du, Anni? Wenn du hast eine rote Tamina? Ich habe geskippt, weil du bereits gesagt auf 7 Leute ist das immer noch sinnlos. Für mich. Oh mein ich bin Gott. Einfach so genervt, wenn 2 Leute euch sagen, dass jemand im Vent war. Ja, natürlich, aber es ist ja aus deren Sicht gar nicht nachvollziehbar. Und dass ihr jetzt dafür pressured, ist natürlich absolut obvious. Krasseste Sorte. Krasseste Sorte über... Wohin rennt ihr denn schon wieder, Auhur? Ja, ich beobachte die jetzt einfach mal. Was soll das denn immer? Was soll das hier immer? Hallo, lauf mit. Gucken, wer ist hier der Sneaky Motherfucker? Warum sind die immer weg, Aue? Warum sind die immer wieder weg, wenn ich... Warum bin ich immer zu spät? Ah, fuck. Was? Was ist das Problem? Philipp, was machst du hier? Hold your hand. Waiting a second. Was? So, ich laufe einfach hinterher. Einfach mal runter hier. Wo sind die alle? Warum sieht man die immer nicht? Das überfordert mich übelste Sorte. Was denn bitte? Ich möchte hier Tasks beenden. Und warum ist das immer so rot? Aua. Burrito mit einem Mini-Mi. Was laufen die immer mit so Mini-Mis rum? Was ist hier eigentlich los? Zum Henker bin ich eigentlich. Ich bin hier. Ich muss vielleicht einfach zu Storage Emergency Meeting. I am busy. Ich war bei den Vitals und habe jemanden tot gesehen. Ich kann und jetzt drückst du auf Emergency-Button, damit die Leiche verschwindet. Ja, das ist natürlich das war nicht clever. So, ich möchte jetzt nochmal darauf appellieren, dass letztes Mal 2 Leute gegen einen war. Burrito ist später eingestiegen, aber es waren 2 Leute, die Kutscher gesehen haben. Und nur ja, natürlich, weil sie... Nein, Masa, damit kommst du. Lass mich kurz ausreden. Und dann red aus. Sagt, ich hätte ihn beschuldigt, aber das habe ich nur, weil es sonst keinen anderen gab, der in Frage käme. Das war halt wirklich nur, du warst... Ja, weil du mit dem Kill verkackt hast und dann nicht mit gerechnet hast, wir zu 5 gesteckt standen. Ist dann scheiße gelaufen für dich. Reporten, wenn alle auf der anderen Seite... Kann ich, kann ich ganz kurz eine Sache in den Raum werfen? Komm. Wir haben jetzt praktisch 2 Fronten, ne? Maluna Mauki sind die Imposter oder Burrito Philipp. Ist ja logisch, ne? Das heißt, wieso? Ich habe nie gesagt, dass du Imposter bist.
Ja, doch, das hat doch Maluna in den Raum Nein, gebracht. Das habe ich nie gesagt. Also, nein, das nein, nicht das du es gesagt, das habe ich Chloe, nie gesagt. Chloe, danke für ja, deinen Halbwindsmeister. Das war dein dritter Monat, ich danke dir vielmals. Mausi, danke. Weil wir gegeneinander schießen, ne? Und im Prinzip Hallo, muss Aoife jetzt einfach überzeugt werden, weil sie der tragende Faktor ist. Okay, wer glaubt ihr, ist es? Es ist Philipp Gutsprungen, Mann. Was spricht denn dagegen, dass es beide sind? Wäre nie so dumm und darf ich auch, darf ich auch mal kurz ausreden? Ja, lass mal Philipp reden. Das Ding ist, bei Maluna bin ich mir sicher, weil ich die Wenden sehen habe, Mauki schießt gegen mich und meint, sie hat mich senden gesehen, was halt ein Schwachsinn ist. Deswegen sind es für mich die beiden. Es kann natürlich auch sein, dass Mauki die Farben irgendwie verwechselt hat oder so. Aber Maluna ist für mich Safe-Imposter. Wie gesagt, ich habe rechts den Reaktor gefixt, kam runter, sie ist gewendet, Mauki schießt gegen mich. Links lag die Leiche von Chantau, sie ist von links nach rechts gewendet, weil Anni kam. Nein, stimmt so nicht. Weiß und schwarz jetzt verwechselt man nicht einfach so. Genau, exakt. Und das Ding ist, warum drückst du jetzt den Emergency-Button, wenn du siehst, dass jemand tot ist? Das macht keinen Sinn. Weil wir die Leiche jetzt nicht mehr finden können. Ja gut, das ist natürlich blöd. Aber, ja, was wollten wir? Wir müssen irgendwann flippen. Ich flippe auch Maluna. Aoife, wenn du das Spiel gewinnen willst als Crewmate, Nein, wenn du jetzt ein Crewmate bist, wolltest du Maluna, Aoife. Aoife, let's go! Aoife, was? Nein! Das ist ein scheiß Spiel! Oh nein! What? Warum? Du musst mute dich 2 gegen 2, weil es keiner rausgeflogen. Ach. Was für ein Chaos. So. Hier kann man immer gucken, wo alle sind, oder was? Okay. Leute. Ich glaube, wir werden hier doch zu Pros. Lass die mal alle. Ah, fuck sake! Oh mein Gott, Wir können bitte votet ihn raus. Ich raste gleich. Aber warte, Chill, noch kein ja, ich höre. Wir müssen jetzt ihn rausvoten. Ich habe das jetzt schnell gemacht, weil das Ding ist, Maluna und Mauki haben gerade verkackt, den Sabotage-Button zu drücken. Kann ich ganz kurz was sagen? Das gemacht ich will nur ganz kurz in den Raum werfen, bitte. Ja. Kurz. Wäre Kutscher der Imposter, wäre es absurd dumm, wenn er hier für den Call geht. Es wäre next level stupid, by the way. Er denkt nämlich gerade, er könnte Aoife überzeugen. Nein, überhaupt nicht. Das Ding ist, ich weiß nicht, ihr habt halt gerade verkackt zu sabotieren, ihr hättet einfach einen Kill machen müssen, dann wäre das Game gelaufen gewesen. Aoife, Mauki, was? Ich möchte gerade eine Sache sagen. Ja. Aoife, ja. Du merkst gerade, wie emotional Maluna reagiert, ja, oder? Sie hat gerade fast einen Rage-Quit gemacht. Das macht man nicht, wenn man Imposter ist. Also, ich weiß nicht, wie oft das ist. Was ist das jetzt für eine komische. Also, sorry, Mauki, aber die Argumentation ist wack, Alter. Das ist wirklich wack. Weißt du, wie oft Philipp an die Decke gegangen ist, wenn ich ihn erwischt habe, Alter? Es tut mir leid für Philipp, aber Maluna ist die ganze Zeit so ruhig. Das Ding ist halt ultra, ultra unlucky für Buzzard, dass sie den Vent-Kill verkackt hat. So. Einfach raus. Und ich kann mir diesen Müll nicht mehr anhören. Das ist alles so dreist für Philipp. Maluna. Warum lasst ihr mich denn nie ausreden, wenn ihr. Maluna, du sagst Philipp war es, richtig? Du hast sogar diesen Call gestartet. Ja, natürlich, weil jetzt 2 Imposter drin sind und wenn jetzt ein Kill fällt, haben wir verloren. Maluna, bist du für Philipp? Ja, ihr beide habt auf jeden Fall verloren, du und Burrito. Warum du und Burrito, du? Hey, sorry. Hey, komm mal ganz kurz. Oh mein Gott. Ehre, endlich. Gott sei Dank. Hey, Maluna, bless you. So, ich mach hier wieder nur Scheiße. Ich mach hier nur Scheiße. So, wo muss ich jetzt? Ich geh zu Weapons. I go to Weapons. Give me Weapon. Kann ich bitte hier durch, Bro? Bitte lass mich doch hier durch. Warum kann ich hier nicht durch? Was ist hier mal los? Ich verstehe das nicht. Wo sind die Ausgänge? Wo sind die Eingänge? Was ist das immer? Ich glaube, wir werden hier doch zu Pros. Ah! For fuck's sake. Okay, Aoife, wir waren gerade beide im Admin. Und Maluna hat hier gerade Mauki getötet. Also zunächst mal, bevor du was sagst. Wir wären jetzt, die Runde wäre vorbei gewesen, wenn es Kutscher nicht gewesen das wäre. Das stimmt. Nee, das stimmt. Aber das heißt, ja, aber das heißt, du dass du der zweite Info sein musst. Du hast Kutscher verteidigt. Jetzt das, ja, ich würde kann doch nicht kurz, meinen kann eigenen kurz, kann, natürlich kommen. Würdest du das. Natürlich würdest du das, Maluna. Nein, habe ich noch nie. Kann ich kurz meine, Perspektive erzählen? Ich habe einen siebten Sinn. Ich habe Kutscher verteidigt, weil ich nicht dachte, dass er so dumm sein kann. Alright? Fair points. So. Und dass du dann mit Mauki gegen ihn geschossen hast, hat euch beide für mich wie die zwei Imposter dastehen lassen. Mauki ist offensichtlich unschuldig, logischerweise hier.
Aber das lässt für mich nur noch dich als Imposter übrig, weil du die Einzige bist, die am Tatort zum Beispiel von Hahn war und gegen mich geschossen hat und die Erste war, die mit dem Finger auf Philipp gezeigt hat. Natürlich musst du ihn beschuldigen, wenn Mauki ihn mitsieht. Ja, und deswegen... Mal Luna, wenn du gelogen hast, dann bist du ja, echt gut. Ja, also Eva, sorry, Alter, Eva, bitte, aber wenn du hier gewinnen willst, wenn auch unten in deiner Beschreibung Crewmate steht, Eva... Wenn unten in der Beschreibung Crewmate steht und du den Sieg haben willst, als guter Crewmate, voten wir jetzt mal Luna weg, werfen sie in die Lava und gehen runter von diesem Planeten. Boah, ich hab mein. Ey, Burrito. Wenn ich Kutscher nicht rausgeworfen, wenn ich nicht so krass drauf bestanden hätte, dass Kutscher rausfliegt und ich laut Burrito der Imposter wäre, hätten wir längst schon gewonnen. Warum sollte ich das tun? Ey, Burrito, she's freaking right. Sorry, bro. Aber das Ding ist, dass the point ist, du hast ihn so hart beschuldigt. Weil Mauki ihn mitgesehen hat. Ja, GG, Leute. I'm sorry. Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Did I fuck it up? Nein, hast du nicht. Oh, Gott sei Dank. Eva! Ihr riesensicker Noob so zu pressuren, Alter. Ihr habt keine Ehre und keine Seele. Ihr landet in der Hölle. Sie wird sich nicht kaufen lassen sollen. Ja. Ja, ich hab so gut gelogen, also dass ihr mich da wollte. Das ist so ich gut bin nicht mal der Crewmate, ne? Aber ich glaube tatsächlich, wenn du an der Stelle Philipp einfach machen lässt, dann gewinnt er das Ding so. Weil bei dir hat man es irgendwie von außen voll gehört, dass du zu hart. Du wolltest es irgendwie. Anni so und Anni 1 sind hier im Game. Ja, das gut. Kann sein. Also ich werde wirklich. Es ist nur im Moment. Also ich bin Anni mit Kürbiskopf, ich bin normale Anni. Aber hier ist Anni 1 und Lila. Also spätestens, wenn ich Inno gewesen wäre und dann die Argumentation kommt, sie wird wie so emotional, hätte ich schon gewotet. Ganz ehrlich, ich habe mal Luna ausrasten gehört und ich war so, okay. Ich bin noch nie in meinem Leben in einem Spiel ausgerastet. Ich kenne dich ja, nicht, aber dieser Cry war einfach. Wir haben einen Imposter in diesem Ding. Wir haben einen Imposter und zwar Anni 1. Ja, Anni 1 ist der Imposter. Tschüss, Anni 1. Aber Eva? Leute, ja, Philipp, die YouTube-Runde gern. Spielt ihr noch eine Runde? Nee, Mann, ganz ehrlich, ehrenlose YouTube-Runde, wenn du eine Person, die das Spiel noch nie gespielt hast, dann reinpresherst. Das ist aber nicht, aber Eva hat smart gewonnen, sondern Eva hat lass mal Eva hat einfach das alle Pressure, ey, auf, wie man noch nie gespielt hat. Ich hab einen siebten Sinn. Try to ja, aber sie ist ja nicht geworden, ich hätte die richtigen Leute rausgeholt. Don't mess with me, Eva hat richtig, richtig gut auf Eva richtig, richtig gut. Siebter Sinn, Bro, siebter Sinn, ich sag's mal. Eva, you did good. Thank you so much for having me.